Ich meine, willkommen zurück zu Terraria 1.4. Ich wollte eigentlich hier nur gemütlich auf dem Sofa sitzen und dann kommt da doch tatsächlich so ein blöder Zauberer und greift mich an. Unglaublich, oder? Was fällt ihm ein? Nein, da kommt auch noch dieser blöde Kopf und macht, dass ich nicht schießen kann. Ich hau ab. Ich gehe weg. Wo sind denn die anderen hingelaufen? Während ich einmal ganz kurz wollte ich mich auf dem Sofa ausruhen. Und dann kommen hier auf einmal überall... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Da sind die anderen. Die anderen passen auf mich auf. Mit die anderen meine ich Johann offensichtlich. Ist Manu auch da? Manu ist da, ja. Ach da! Manu steht hinter Johann. Witzig. Und Timo? Timo! Ich bin auch irgendwo, Moment. Timo ist auch irgendwo. Ihr werdet mir nicht mehr angezeigt, ob als Timo. Mit der Karte? Ja, ihr seid. Wir sind, glaube ich, da kommen ganz viele Timo vielleicht. Oh wow, da ist alles voller Xe, voller Roter. Ich glaube, wir sind gut gestorben manchmal. Ja, wir haben ein bisschen. Wir brauchten ja Grabsteine. Also wir haben das. Wir sind natürlich mit Absicht gestorben, damit wir Grabsteine für das Friedhofsbiom kriegen. Aha. Also noch mehr Wasserkerzen, macht sie aus, sonst werden wir überrannt. Ich habe eine Schatztruhe gefunden. Cool sein. Da war aber nichts Cooles drin, außer dieser einen Sache hier. Was? Wer schmeißt die mit Dynamit? Kann das sein? Wer schmeißt das? Ist dieser eine Gegnertyp, der macht das manchmal, glaube ich. Was? Ist hier wieder ein Panic Room? Ne, hier geht's weiter. Dieser gelbe Seemann-Gegner. Ja, ja. Mhm. Ja. Der Raincoat-Zombie. Genau. Der war das, glaube ich. Haben wir immer noch nicht alles erkundet? Das ist ja unglaublich. Schneller, meine Lakaien. Los, Grab. Gleich landet schneller. Vor deinen Füßen. Ah, was ist das? Wow, ich fäng hier einfach ab. Wo ist das denn? Achso, nee, ich habe meinen Sprengstoff nicht mehr dabei. Da hast du nochmal Glück gehabt, Timo. Verlässt du jetzt wieder die Party? Ja, ich muss noch mal ganz kurz weg. Gehst du wieder zu deiner Secret Base? Ah, das nein. Ist doof. Nur vielleicht. Ihr müsst mich aber auch vor den Kreaturen beschützen. Ihr könnt nicht nur einfach graben. Für echte Lakaien, da müsst ihr noch was dazulernen. Verstehe. Ich mach schon Fackeln. Wir sind noch in der Ausbildung. Was sehr gut. Da oben geht's. Zweit, Leute. Schneller. Okay, weiter geht's. Schneller. Ja. Alle. Wie er sich freut. Ist das fies. Es kommt alles nochmal wieder zurück. Ja, und dann bettelt er um den Obsidian-Schild, ne? Plötzlich. Ja, ja. Wenn es ja, dann nachher zu der Wall of Flesh geht. Den haben wir ja schon. Ja, genau, das meine ich. Ich noch nicht. Achso. Ach so. Ich dachte, du meintest mich gerade damit. Aber ich dupliziere dir dann gleich mal rüber, oder? Vorsicht. Bin wieder da. Warte mal. Timo, ich gebe dir gleich mal den Schild. Piu, 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 piu. Obsidian-Schild. Hier. Timo, komm mal her. Hier. Wo bist du? Da. Hier ist ein Schild. Oh. Danke. Ja. Was? Piggy Bank, ganz schnell. Ich hab 3 Gold. Ich will die nicht wieder verlieren, wenn ich sterbe. Also Dungeon können wir uns mal merken, ist gar nicht so schlecht zum Goldfarmen. Ist das hier wieder nur so eine Abstellkammer? Es ist, aber hier geht's weiter. Oh Mann, ey, wer hat diese Abstellkammern gebaut? Das waren die Skelette. Die sind ja kleiner als, als... Du kannst ein Klo reinbauen. Ja, aber gerade so. Hast du noch ein paar Klos dupliziert, dann kannst du jetzt... hat jemand ein Klo? Ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, ein Eisenklo mal gib gemacht. Gib mir. Warte. Ich muss ganz dringend, schnell! Ja, halt mir die Skelette vom. Schnell, oh mein Gott! Da kommt's schon! Oh nein, jetzt hab ich. Oh nee, Entschuldigung. Ach komm jetzt, wo bist du?
Hier. Du hast mir wieder Dynamit unter. Danke. Ja. Das war mein dynamitartiger Durchfall. Ja. Deine Ausreden waren auch mal besser. So, ich gehe jetzt auf Klo. Zack! Man kann sich auf Toiletten setzen, das ist unglaublich. Aua, sind denn hier noch mehr von diesen Cannons? Ist da irgendwo eine Pfeilfalle gewesen? Ah. Ja, hier ist ein Schalter, vorsichtig. Ich glaube, man zieht sich sogar die Hose runter, wenn man auf Klo geht. What? Ich meine, das sieht so aus. Und man kann nicht schießen, wenn man auf Klo ist. Man steht dann auf. Haut ab, Gegner. Ich war gerade auf Klo. Ihr könnt mich doch nicht auf Klo stören. Was seid ihr denn für... Es gibt ja Grenzen, ne? Oder so. Ja, so ist es, oder? Oh, hier ist ein Schalter. Kann man damit was anmachen? Ja, nicht. Wo kann ein Mann heutzutage noch in Ruhe auf Klo gehen? Offensichtlich nicht in der Abstellkammer im Dungeon. Auf einmal kommt der Teleportzauberer und sagt, hallo! Oh, ich bin dran. Denken Sie bitte auch dran, sich die Hände zu waschen und zu spülen. Typischer Surrender-Moment. Oh, Bella. Was? Bella? Bella steht auch mit. Ein Jojo. Aha. Leute, wie groß ist denn dieser Dungeon? Ich habe den Leuten schon vor 2 Folgen versprochen, dass wir bald fertig sind. Ja, wir können ja uns noch ein bisschen was für später aufheben. Wir müssen aber hier nicht komplett ablaufen, oder? Doch, wir wollen doch alles erkundet haben. Okay. Was, wenn wir ein großes Geheimnis verpassen? Zum Beispiel den Torch God, vielleicht ist er ja der Boss vom Dungeon. Vielleicht. Oh, die Lampe finde ich schick, die nehme ich mit. Ist eigentlich auch ein Mundschutz-Item in Terraria? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Das wäre ein witziger Zusatz gewesen. Geht's hier weiter oder ist das eine Falle? Ist eine Falle. Falle. Aber lass sie uns trotzdem aktivieren. Nee, es geht weiter hier, oder? Was? Ich dachte erst, das wäre eine Falle, als ich darauf getreten bin. Okay. Ich trinke jetzt meine Lichtpotion, damit man auch mal was sieht hier. Ich bin verflucht worden. Das ist wahrscheinlich wegen des Platins, oder? Das auch. Das hältst du mir jetzt vor, oder? Ja, was würde Jesus tun? Ja, das verdammte Scheiß. Das ist unfair. Ja. Ja, lustig. Ach, das ist Timo. Was hast du gefunden, Timo? Nix. Ich glaube, hier ist noch so ein Wasserbuch. Ein Wasserbuch. Waterbolt. Aber haben wir ja schon, oder? Ja. Aua, er hupt. Was ist? Hä? Fährt hier ein Bus durch den Dungeon? Die Polizei ist wieder hinter Timo her. Wolfgang, lauf. Pass auf! Lauf, Timo! Oh. Ha, nur 15 Silber gedroppt, weil ich all mein Geld vorher in die Truhe gepackt habe. Das sieht gar nicht gut aus. Was war hier ist los? Ja, Carsten, was ist los? Was ist denn los? Puh. Das ist eine Falle? Ich glaube, das ist eine Falle. Ja, weg! Schnell weg hier! Hier ist irgendwo noch so eine Water Candle, oder? Hast du die immer abgebaut? Ich baue sie immer ab. Voll gut. Also ich habe den Debuff gerade nicht. Genau, das sind diese blauen Kerzen, die hier überall rumstehen manchmal im Dungeon. Und aua, Mann, das ist. Ihr müsst mich beschützen, ich bin an der Truhe. Okay. Aua! Okay, haben sie gelootet. War nichts Tolles drin. Was war da drin? Ein Kobaltschild. Aua, aua, aua. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Ich will nicht, Timo! Du! Du bist ja nett. Schmeißt du mal einen Heiltrank rein. Geht nicht. Geht doch. Ich war gerade noch auf Cooldown. Water Candle sein. Ich weiß aber nicht wo. Also ich. Nee, hier ist keine Water Candle. Ich habe keinen Debuff. Ja, aber wieso kommen so viele Gegner hier angelaufen?
Oh, Vorsicht, hier sind Stacheln. Ihr baut die Stacheln, aber ich beschütze euch. Okay. Oder wir gehen einfach dran vorbei. Das geht auch. Na Johann, was hast du Feines gefunden? Muramasa. Oh, und ich bin schon wieder in die Falle getappt. Autsch. Warum? Cursed Skull. Dieser blöde Cursed Skull. Ich mag ihn nicht. Er ist gemein zu mir. Gemein zu allen. Oh. PvP? Falscher Knopf, Entschuldigung. Oh, so willst du also spielen. Entschuldigung. War nur der falsche Knopf. Vorsicht, Timo, da sind Stacheln. Okay. Oh, hier ist eine Water Candle. Ah, Johann hat sie gefunden. Man könnte jetzt Johann ärgern, wenn er hinter ihm her und immer Water Candles platziert. Ja. Das wäre schon lustig, aber. Aber auch nicht so richtig zielführend, dabei. Leider. Wir verlieren alle dabei. Ja, genau, das ist das Problem. Ich bin jetzt auch wieder auf. Wo bin ich überhaupt gelandet? Oh, ich habe gar keine Heiltränke. Oh, oh. Hat jemand noch Heiltränke? Ja. Cool. Heiltränke. Oh, Heiltränke haben wir noch gar nicht geresearched. Was? Ich habe immer noch die kleinen. Ach, was? Ja. Hat jemand von euch schon die großen geresearched? Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Noch nicht. Ich habe auch nur die kleinen. Oder nicht ganz am Anfang. Zwischendurch, als wir in den Dungeon gekommen sind. Warte, wie macht man die großen? Vorsichtig. Braucht man dafür nicht nur diese blauen Mushrooms und die normalen Heiltränke? Weiß ich nicht. Noch ein Aqua Scepter. Ich guck mal nach. Ich versuche die mal zu craften gerade mal. Okay. Craft. Okay, ich habe sie gesehen. Sie ist weg. Sie ist entschärft. Manchmal ist das Pet von Johann, manchmal ist es doch ein Gegner, wer weiß, ne? Die Kugel ist freundlich. Langsam sind wir ganz schön nah an der Hölle, oder? Oh. Ja, hier ist auf jeden Fall Lava, ne? So. Ash, er hat sich schon wieder in sein Geheimversteck verkrümelt, oder? Da tropft sie schon durch. Gar nicht wahr. Oh, hier tropft schon da, ich hab euch was mitgebracht. Kommt her, Leute. Heiltränke für alle. Danke. Mehr. Healing Potion. Danke. Super. Research. Gleich mal trinken. Lecker. Achso, vielleicht noch researchen vorher, Timo. Ach, zu spät. Brauchst du noch eine? Ich kann dir noch eine geben. Komm mal her. Hier, kannst du dann researchen. Oh, hast du die gekriegt? Nee. Wo bist du denn? Hier. Danke. Da. So. Und noch ein Blue Moon. Ich glaube, ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man die Sachen immer erstmal wegschmeißt. Im Prinzip. Um sie dann doch wieder zu holen. Ja. Ganz komisch. Ist auch nicht so schlimm. Wir machen das schon für dich. Kann man eigentlich Klavier spielen? Nee, schade. So, was habt ihr denn hier so entdeckt jetzt noch? Ist noch was hier im Dungeon? Ein riesiges Loch. Gibt es da eigentlich einen Endboss oder so im Dungeon? Das ist die Frage. Ein Loch, tatsächlich. Vielleicht. Wir sind uns noch ein bisschen unschlüssig, ob hier dieser neue Boss vielleicht auftauchen könnte. Es gab ja in dem Update... Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Warum habe ich keine Fackeln mehr? Wie kann das denn sein? Hier geht auf jeden Fall der Dungeon weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich da durchhaken kann. Na, ich glaube, man geht durch hier. Da ist eine Water Candle, Johann. Was? Wo? Oben links. Okay. Wow. Oh nein, eine Falle. Eine Falle, das ist eine Falle, oder? Das ist eine. Trap. Oh, guck mal, ein Bild von, was ist das? I don't know. Eine Dryade, oder was? Die Dryade.
Dryadisk. Aua, Dartrap. Erstmal einen großen Heil dran trinken. Richtig, ist mir das zu voll, ich hau ab. Wo ist die olle Water Candle? Ich hab sie doch vorhin gesehen. Ich hab sie abgebaut. Hast du schon? Da oben ist noch eine. Ja, ich mach sie auf. Ich mach sie weg. Magic Missile. Den cool. Hab ich schon. Dupliziert und wollte die aufmachen. Oh, ich hab den gehängten Mann gefunden. Der hängt mich. Was gibt's? Necrohelm. Piu piu. Machst du dir die Necro-Rüstung, Manu? Puh, weiß nicht, wer mal. About time, ne? Ich weiß nicht. Noch ist sie vielleicht. Genau, so gut. Ah, oh, ich hab einen Piem auf dem Ohr, ist ja eklig. Deine andere Rüstung? Genau. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Hier geht's weiter. Kann man denn mit Dynamit diese porösen Wände abbauen? Langsam. So, ich glaube, der geht sogar schneller mit der Hacke drauf zu ziehen. Was? Da ist wieder eine Water Candle. Ja, wow, dieser Dungeon ist unglaublich groß. Hier ist eine Water Candle. Ja, ich sehe sie. Sie abgebaut. Gut gemacht. So, noch eine. Ein riesiges Bild. Okay, noch mehr Loot. Noch ein Weller. Starry Night. Ups, Leute, holt euch mal ein paar Heiltränke. Vorsichtig! Nicht zu mir teleportieren. Oh. Ich bin immer wo bist du denn? Ich bin über dir. Hier ist auch eine Water Candle in der Nähe. Schätze ich Manu, glaube ich. Oh, ich muss einen Heiltrank trinken. Ja. Wir müssen uns, glaube ich, am besten gegenseitig Bescheid sagen, wenn einer zu wenig Leben hat. Oh. Beschützt euch, ihr müsst buddeln. Okay. Los, Timos Lakaien, buddelt! Das kann nur Timo uns befehlen. Da kommt so ein ekliger Schädel, aber der will irgendwie. Beschützt euch, doch kein nicht. Problem. Pow! Bam! Lasse keinen Zombie durch, der, oder was das hier ist. Skelett. Pow! Oh, da kommen welche von vorne. Okay, von vorne ist natürlich. Ist natürlich ganz fies. Au, 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 au. Immer wenn ich mich zu euch teleportiere, bin ich mega am Sterben. Du musst jetzt mal. Na gut. Unglaublich. Ihr seid Tatimo, du musst immer schon 100 Meter weit. Ich wollte gerade sagen, irgendwer stimmt immer. Gerade. Ah. Okay, hier ist irgendwo wieder eine Water Candle. Ich hab eine gefunden. Ich auch. So, hier wird abgebaut. Ich bin in den Stacheln gefallen. Und eine Schatztruhe. Oh, da waren zwei Gold drin. Angry Bones. Wow, ich bin richtig reich. Ich kann mir alles kaufen. Also, außer natürlich ein Companion Cube. Ja, ist ja gut, Mann. Ist ja gut. Ich bin schwach. Ist nicht so schlimm. Wir können dir das verzeihen, Johann. Ja, das hört sich aber nicht danach an. Ja, man kann ja wohl auch verzeihen du bist und halt vorhalten. Ja. Tut nur ein bisschen. Wo ist denn Timo gerade gestorben? Kann man den Grabstein noch mitnehmen? Ja, klar. Oder? Grabstein, komm her. Oh. Ah! Ein Geist! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hau ab, Geist! Timo, dein Geist greift mich an! Bring dein Geist mal unter Kontrolle. Was ist das denn für ein Zufall? Frechheit, werde ich hier von Timos Geist angegriffen. Okay. Okay. So, wir sind langsam in der Hölle, kann das sein? Ja. Sieht feurig aus. Es geht Richtung. Hier ist, glaube ich, eine Falle. Oder? Ja, jetzt ist eine Falle. Nicht hier! Nicht hier, komm! Nein! Das klingt ja gut, Johann. Was ist da los bei dir?
Ich versuche mich festzuhaken, aber alles, was ich festhake, explodiert. Oder verschwindet. Das ist ja ärgerlich. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Okay. Puh, lieber noch einen Heiltrank trinken. Pass auf, Jörn, ne? Du wirst süchtig danach. Ja. Ja, dafür gibt's ja den Cooldown. Achso, ja, stimmt. Wo seid ihr denn eigentlich schon wieder alle? Oh, das ist die Falle. Oh nein. Ich glaube, ja, ich habe, glaube ich, die Falle gefunden. Soll ich machen? Einmal festkleben hier. Ja, klebt euch an. Macht den Spider-Man. Also für die Falle. Man kann das auch bauen, indem man den Spider nutzt. Guck mal. Zack, zack, ja. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, das ist gleich gut. Platscht alle, einfach man... die Lava auf uns runter. Ja, ich würde auch sagen. Vorsicht! Sprengung! Ich glaub's ja nicht. Er wieder. Haben alle überlebt? Sehr gut. Sprengmeister hat es wieder geschafft. Alex. Ich wäre vor Schreck fast in die Falle gesprungen. Aber er hat einen Täter, Alex. Ah, noch eine Falle! Hier ist eine Schatztruhe. Oh, hier ist's. Was ist drin? Eine Handgun. Da ist... ein Bild. The Hangman. Oh cool, das habe ich auch eben gefunden. Vorsicht, da sind Stacheln. Heilt euch mal. Piu, piu, piu. Geht nicht, ja. Muss noch 25 Sekunden warten. Apropos 25 Sekunden. Die Folge ist viel zu lang. Wo ist mein nächstes Sofa? War da nicht eben ein Sofa? Warte, warte. Ja, das ist nur eine Kommode. Hast du ein Sofa für mich? Bau. Wo ist es denn? Ich möchte es genau irgendwo hin. Okay, dann machen wir. Ich kann auch den Stuhl nehmen hier sonst. Ja, ich habe auch noch einen Stuhl. Ich habe mir auf den Stuhl gesetzt. Reise nach Jerusalem. Ja, wenn sich jeder einen Stuhl machen kann, dann ist es ein bisschen witzlos, oder? Ja, okay. Na gut. Wie setzt man sich überhaupt hin? Rechtsklick. Na. Ah. Ich guck mal dieses. Jetzt nochmal eine Runde ausruhen. Und bei euch so. Ja, entspannt. Also ich glaube, in der nächsten Folge erreichen wir wirklich das Ende vom Dungeon, oder? Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, das ist das Ende hier, oder? Sieht echt? Eigentlich ganz danach aus. Also oh, wir haben jetzt schon das Ende erreicht. Jetzt schon? Cool. Ja, dann haben wir hier das Ende des Dungeons gefunden. Unglaublich, Wahnsinn. Guckt euch an, wie groß der Dungeon ist. Wow. Da, hier runter, da durch. Da war ich gar nicht dabei. Da war ich tot, offensichtlich. Dann bin ich da nochmal, da ist Timo geschaut und jetzt sind wir hier am Ende und es geht auch nicht mehr weiter nach unten. Da ist ja schon quasi die Hölle unter uns. Wahnsinn. Was ist denn das hier für ein Stängel? Das ist ein Stängel. Keine Ahnung, bei mir ist er nicht. Naja, beim nächsten Mal geht's weiter, allerdings dann nicht mit der Erkundung des Dungeons vermutlich, sondern mit etwas noch viel anderem. Schaltet wieder ein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.